So, Kinder, der Unterricht hat nun angefangen. Ja, wir können dann jetzt auch starten. Ich will heute nämlich ein bisschen mit euch im Thema vorankommen und dazu 4 Buchseiten mit euch bearbeiten. Aber davor kontrolliere ich noch schnell eure Hausaufgaben. Ja, Siegfried? Ja, also kann ich aufs Klo? Na, wie jetzt? Die Stunde hat doch gerade angefangen. Warum bist du nicht vorher gegangen? Ich muss ganz dringend. Kann ich jetzt aufs Klo? Ja, also ich weiß nicht, ob du das kannst. Ja, mal wieder typisch, diese Lehrerwitze. Ja, okay. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Holt dann doch schon mal bitte eure Bücher raus. Ihr habt alle die Geschichtsbücher vergessen, oder? Nein, wir haben sie bewusst liegen lassen. Ja, also es ist die erste Woche nach den Ferien. Seien Sie mal lieber froh, dass ich so früh aufstehe. Kann ich aufs Klo? Okay. Ich gehe jetzt kurz für euch alle die Buchseiten kopieren. Währenddessen könnt ihr ja schon mal Aufgabe 2 machen. Wir haben kein Buch. Oh. Ja, dann macht wenigstens keinen Blödsinn, während ich weg bin. Okay, durchschnittlich ist der Müller 4,28 Minuten weg. Ich stoppe die Zeit. Okay, gut. Ich brauche noch die Hausaufgaben. Jelle, gib mir mal dein Heft zum Abschreiben. Ah, wenn es sein muss. Olaf, du geh bitte auf den Flur und sag Bescheid, wenn Herr Müller kommt. Alles klar. Und du, Fred? Okay, wir brauchen Fred nicht. Ey, was ist denn jetzt hier los? Ein totales Schlachtfeld. Jeder kämpft für sich alleine. Wer weiß, vielleicht überlebt man es sogar. Barbara, wovon redest du schon wieder? Oh, safe schaffe ich einen besseren Kopfstand. Ah, weiß ich ja nicht, ne? Oh, ihr werdet uns nie einnehmen. Ah, ja. Ah, jetzt weiß ich vielleicht, was du meinst. Nieder mit dem gegnerischen Sozialismus. Zerschlag die faschistischen Räuberheere. Und Olaf, ist alles sauber? Noch ist Herr Müller nicht zu sehen, obwohl er schon seit 7,5 Minuten weg ist. Okay, höchst verdächtig. Vielleicht will er uns überraschen und aus dem Fenster reinkommen. Sieht ihr das nicht ein bisschen dramatisch auf? Ah, wir sind hier nicht das Problem. Guck dich doch mal um. Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre, nehmt die Gewehre zur Hand. Verteidigt euch! Halt! Ja, ich als Klassensprecherin muss hier für Ruhe und Ordnung sorgen. Könnt ihr eure Kampfschreie bitte unterlassen? Johanna, das muss jetzt wirklich nicht sein. Wir spielen hier doch nur passend zum Geschichtsunterricht. Ja. Wir wollen hier eine ideale Welt erschaffen, in der die Arbeiterklasse aus den Fesseln befreit wird. Jo, WTF, geht das nicht etwas ruhiger oder wenigstens gewaltfreier? Ey, ich hab das gesehen, Conny. Ich will nicht zurück zu meiner Klasse. Welche hast du denn? Die 9B. Okay, Olaf. Meine Tintenpatrone ist leer. Ich muss jetzt schnell nachladen. Wie sieht das mit der Zeit aus, Olaf? Herr Müller ist immer noch nicht zurück. Und das, obwohl schon 15 Minuten um sind. Aber das kann ja nicht sein. Warum brauche ich mehr als eine Viertelstunde zum Abschreiben? Wie jetzt? Herr Müller ist schon seit 15 Minuten weg. Was machen wir jetzt? Müssen wir ihn suchen? Ich habe gehört, hier will jemand Herrn Müller suchen. Also ich als Klassensprecherin habe ja die Aufgabe, solche wichtigen Sachen anzugehen. Johanna! Wir können das schon alleine. Es ist meine Aufgabe. Herr Müller ist ja schon seit 15 Minuten weg. Dann ist es an der Zeit, dass die Klassensprecher die Initiative ergreifen. Wie? Er ist seit 15 Minuten weg. Leute, ihr wisst, was das heißt. Oh, wir können nach Hause. Oh ja. Na, kommt, Leute, wir gehen jetzt. Nein, das ist Quatsch. Wer hat sich das ausgedacht? Ihr könnt doch jetzt nicht einfach... Da! Leute, sie verlassen die Burg. Sie wollen uns bestimmt stürmen. An die Posten! Arbeiterbau!
immer noch keinen Herrn Müller im Sichtfeld. Oh, Sapperlott. Der will uns doch pranken. Ihr könnt jetzt nicht gehen. Wir haben Unterricht. Ah, Unterricht ist mit einem Lehrer. Siehst du einen Lehrer? Ich glaube nicht. 15 Minuten sind um, seit er den Raum verlassen hat. Vielleicht hat er schon das Land verlassen. Oh, ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Wieso ich? Ja, ich weiß auch nicht. Wieso immer du? Was ist denn mit dem anderen Klassensprecher? Siegfried? Der ist doch immer noch auf dem Klo. Ah, wäre ich da doch auch nur hingegangen. Dann wird es wohl Zeit, wieder zurückzukehren. Lukas, Alarm, Alarm! Der Herr Müller ist gerade in den Gang geslidet. Was? Okay, Leute, Herr Müller kommt, Herr Müller kommt! Leute, das kann doch jetzt nicht sein. Ruhe! Ich mag es ja kaum glauben, wie ihr euch hier gerade benehmt. Duelle mit Tafel, Geo, Dreieck und Zeigestock. Burgen aus Tischen, die sich gegenseitig gewaltsam bekriegen und neue Ideologien aufbauen wollen. TikTok-Challenges, bei denen man aus dem dritten Stock springt. Ja, aus dem ersten und zweiten Stock springen doch andauernd Leute. Also wir brauchen Innovation. Ich weiß ja nicht. Wir sind doch keine normale Klasse mehr. Was passiert hier alles? Ja, wenn wir hier einfach nur herumsitzen würden, würde sich doch niemand dieses Video angucken. Ach ja, stimmt. Was ist denn hier los? Barbara? Was stehst du da so auf dem Tisch? Alle sitzen hier friedlich auf ihren Plätzen. Nur du machst hier Radau. Also das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Nein, Herr Müller, aber wo sind die Burgen hin? Leute, ich wollte doch nur... Johanna, hilf mir doch. Ich habe dieses Mädchen noch nie gesehen. Was? Oh, ich wollte euch nicht stören. Ja, okay. Dann komme ich später wieder, okay? Bye. Wie jetzt? Also ich hätte echt erwartet, dass alle wild durcheinander raufen, wenn ich weg bin. Kämpfe, ja ganze Burgen dachte ich, werde ich sehen, aber nein. Nur Barbara, die auf einem Tisch steht. Also ich wäre damals sogar aus dem Fenster gesprungen.